Es gibt einen guten Grund, wieso diese Prediger so bekannt und beliebt sind. Es ist, weil sie schöne Worte reden können. Ich sage aber auch auf keinen Fall, das sind Menschen vom Teufel und die dürfte man gar nicht anhören. Aber wenn es jetzt um Joyce Meyer geht, sie hat nämlich vor ein paar Jahren sich sogar selbst entschuldigt dafür, dass sie das Prosperity Gospel, das Wohlstand-Evangelium, gepredigt hat. Und wenn wir dann weitergehen und auf ihren Channel gehen und die meistbeliebtesten Videos gucken, da wird so viel über Prosperity Gospel gepredigt, dass ich davor warnen möchte. Dass Leute durch sie zum Glauben gekommen ist, das kann zwar sein, aber wie ich auch schon geschrieben habe, es sind auch Leute zum Glauben gekommen durch die Zeugen Jehovas oder durch irgendwelche anderen Sekten, die Halbwahrheiten predigen. Also klar ist da ein bisschen Wahrheit drinnen und wenn du das Gute daraus nimmst, ne, wenn du Joyce Meyer guckst und das Gute daraus nimmst, dann ist ja auch gut. Aber deshalb warne ich ja nur. Und in dem Video, was ich gepostet habe, habe ich ja vor dem Wohlstandsevangelium gepredigt, wo ganz bekannt ist, dass diese Prediger diese Lehre verbreiten oder verbreitet haben.